Herzlich willkommen wieder bei Frisch gekocht am Grill mit Andi und Alex. Das hast du schön gemacht, Alexander. Ja. Danke für die Begrüßung. Heute gibt es viele verschiedene Sachen, darum fangen wir gleich an. Und dass man am Grill auch schmoren kann, das werden wir Ihnen heute zeigen. Und das wird kein Schmoren sozusagen. Und zum Grillen haben wir natürlich wieder unsere Julia dabei. Julia, schön, dass du wieder da bist. Danke. Es freut uns wirklich, die Tag, schon wieder der dritte Tag. Wir können mit dir immer grillen. Ein großes Sommergrillen werden wir mal machen. Es gibt ja auch Wintergrillen. Es gibt auch Wintergrillen. Wintergrillen, ja. Davon halte ich auch viel. Ja. Da wird es dann schön warm am Grill, da gehen wir ganz in die Nähe. Im Winter tue ich gerne Skifahren und dann ist im Sommer gefällt mir das Grillen. Aber du hast nämlich was geschmort und wir haben da, du hast dich schon vorbereitet, sogenanntes Zedernholz. Ein Zedernholzbrett, das gut eingewässert ist. Also am besten machen wir es über Nacht. So haben wir es auch heute gemacht. Und das werden wir jetzt gleich direkt auf den Grill legen, übers Feuer, bis dieses Brett schön raucht und knackt und danach geht es indirekt weiter. Dann kannst du mir deinen Fisch geben, wenn es soweit ist. Wie lange dauert das ungefähr? So 5-6 Minuten. Gutes Stichwort an uns, also gehen wir rüber zum Grillen. Wichtig für dich ist aber, Alexander, Julia, bis später, das Brettl brauchst du nicht mitessen. Ja? Also das nur ein Fisch essen, gell? Nein, das brauchst du nicht mitessen. Ja. Ja. Wo hast du schon mal was gegessen? Musst du aufpassen. Da kommt das Stichwort, du hast ein Brett vorm Kopf. Wie du meinst, Alexander. Für meine geschmorten Schweinsbackerl mit Linsensalat brauche ich Schweinsbackerl, Rosmarin, Thymian, Knoblauch, Paradeiser, Zwiebel, Weißwein, Olivenöl, Beluga-Linsen, roter Zwiebel, Schnittlauch, Petersilie, Paprika, Balsamico-Essig, Öl, Salz und Erdäpfel. Ui, du hast aber kleine Erdäpfel mitgenommen. Ja, ich hab, das sind die kleinsten. Du weißt ja, die gescheitersten Bauern haben die größten Erdäpfel. Ich sag's zwar anders, aber das darf ich nicht sagen. Meine Waldfäller Bauern haben natürlich die schönsten Erdäpfel. Jetzt kommt die Sonne. Ja. Ist das nicht schön? Wir grillen für Sie und mein Gericht natürlich der gegrillte Fisch, die Forelle. Was brauchen wir da? Bereits vorgekochte Kartoffeln, dann zur Fülle Eidotter, Frischkäse, Parmesan, ein bisschen Rosmarin. Die Forelle haben wir da, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl zum Drübergießen dann über das Brett. Und Wildkräutersalat für die Marinade, Himbeeressig, Walnussöl und Honig. Ein bisschen Süße passt da immer rein. Ich brauche halt eigentlich jetzt Sonnenbrillen. Ich, Alexander. Und eine Sonnencreme. Das Problem ist wahrscheinlich, dass du kein Geld einstecken hast, oder? Soll ich da welche kaufen dabei? Ja, vielleicht kaufst du mir da noch mal an. Ja, weißt du, ich habe ja Geburtstagskleider immer im Winter, aber du kannst ja im Sommer mal mir was schenken. Nein, ich weiß eh, was da passt, ich kaufe da was. Danke, danke. Aber schöne mit Spiegel, die, weißt du? Ja, mit Spiegel, du Spiegel. Okay, willst du anfangen? Das ist aber nicht. Keine Ahnung. Na ja, aber du bist eigentlich in letzter Zeit, seit du mich kennst, bist du modisch auch sehr weit vorgekommen. Sehr, sehr, sehr weit. Ja, der Frieder mit den Tiroler Janker da und mit deiner Tralala-Hosen hast du auch nicht schlecht ausgeschaut, aber seit du mich kennst, schaust du wirklich, kann man mit dir in der Stadt auch fortgehen? Oft, wenn ich noch fühlen gehe, sagst du mir nicht mal Alex, sondern Karl. Wirklich? Ja, wegen Lagerfeld. Na gut, wollen wir es nicht so weit kommen lassen. Jetzt zu unseren geschmorten Schweinsbackern. Ob Sie das jetzt ganz in einer Folie machen oder im Butterpapier, obliegt Ihnen, es gibt einige Zuseher wahrscheinlich, die sagen, nein, mit der Alufolie arbeite ich nicht so gern. Ich habe da mal gehört, das sollte... Wie auch immer, nehmen Sie deine Butterpapier dazu. Ich mache es jetzt mittlerweile, glaube ich, seit 30 Jahren so und ich bleibe deswegen bei der Alufolie. Wir haben da jetzt ein Schweinsbackerl, die werden wir uns da auf die Folie auflegen. 1, 2, 3, 4, das reicht jetzt einmal die großen. Dann werden wir uns da schon auf der Seite das ein bisschen aufstülpen. Geben da die Paradeiser dazu. Warum Paradeiser? Das gibt mir in der Soße eine richtig schöne Bindung rein. Paradeiser, dann haben wir da den Zwiebel. Schau. Die Knoblauchzeigenaugel geben wir auch dazu. Einfach nur ein bisschen andrücken, schön, dass die ätherischen Öle schön rauskommen, drüber geben. Das Ganze wird dann mit etwas Fleur de Sel gewürzt. Ein bisschen. Schwarzer Pfeffer, immer gut mit den Schweinsbackerl, kommt gut. Schön. Dann einen Schuss Olivenöl. Jetzt für ein bisschen Olivenöl. Ein bisschen an Weißwein dazu. Für Safterl, das Spritzige von Weißwein ist irrsinnig gut. Und dann reichlich Rosmarin und Thymian. Das Ganze machen wir jetzt ein Backerl draus. Schön, schön drüber gehen, die Kreideln. Und das wird dann, gibt es dann der Julia rüber. Und das wird dann circa zwischen 1,5 Stunden und 2 Stunden indirekt gegrillt bzw. geschmort.
Und darum habe ich gesagt, man kann am Griller nicht nur grillen, sondern auch schmoren. Und die Schmoren zeigen wir Ihnen heute. Das Lustige beim Grill ist ja das, das Grillen ist eigentlich das Kochen des Sommers. Ne? Ja. Und man kann alles, was man normal im Haushalt, in der Küche macht, im Sommer noch draußen verlegen. Entschuldigung, Alex, ganz kurz, das Wichtigste, dann bist du wieder du. Nur, dass man da aufpasst, dass es nicht runterstülpt, sondern raufstülpt. Ja? Ein schönes Bagger macht und schauen, dass die Schlussstellen oben sind, ja? Dass der Saft nicht austreten kann. Warte, ich gebe das jetzt der Julia. Julia, bitte? Wo gehen wir hin? Gleich hier auf diesen Grill. Warte, wir müssen einen Augenblick warten. Schau, das tun wir da her. Na, sehr, was du bist da. Und dann können wir das hineintun. Perfekt. Alex, Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Nein, ja, du darfst mich immer unterbrechen. Schau. Und die Julia schau, sowieso. Schön ausschaut. Vierte, in zwei Stunden sehen wir uns wieder. Ja, ist ein schöner Grill. Jetzt zu meinen Erdäpfeln. Schauen Sie her. Ich habe mir da die Erdäpfel natürlich vorgekocht und tue sie jetzt, mit dem jetzt ist natürlich das super, mit dem Pariser Ausstecher ausstechen. Der Pariser, Parisien-Ausstecher sozusagen, gibt uns da natürlich durch die halbrunde Form die Möglichkeit, dass wir das schön ausstechen können. Im Übrigen sind wir jetzt auch dann bei der Fußball-Europameisterschaft dabei. Ich glaube, am 18. spielen wir schon in Paris. Und dann werden wir vielleicht im Finale wieder in Paris auftreten. Wie hältst du das mit dem Fußball? Ich halte es sehr gut. Ich habe schon eine Wette abgeschlossen. Österreich wird Europameister. Ich bin wahrscheinlich mit dieser Wette nicht alleine. Das bin ich bin sehr optimistisch, aber unsere Burschen schaffen das hundertprozentig. Und Alex und ich halten euch ganz fest die Daumen. Du hast den Vorteil, du bist da nicht alleine, weil du bist generell nie ganz alleine unterwegs. Ich bin ja auch immer dabei. Schauen Sie her, die Fülle für unsere Kartoffeln, die machen wir wie folgt. Da geben wir nur etwas Frischkäse. Und man kann das jetzt, wenn man den Fisch nicht machen will, den wir aber trotzdem dann grillen werden, auch so machen, dass man nur so gefüllte Erdäpfel mal macht. Die Seite trennen wir uns jetzt da rein. Unser Transport ist schon wieder unterwegs, gell, lieber Freund. Du brauchst nicht so bescheiden sein. Ich habe mir jetzt vor kurzem erst einen Privatjet gekauft. Der ist wirklich Weltklasse. Ich lade dich einmal ein. Machen wir so einen Kurztrip einmal nach Venedig oder jetzt was? Jetzt weiß ich, dass bei dir zwei Jahre auch noch immer kurz sind. Weil du hast ja schon zwei Jahre, ne? Ja. Oder naja, schon nein. Aber ich habe es bis jetzt geheim halten können, aber jetzt leider. Okay, die Julia winkt mir schon. Das Zedernholzbrett ist fertig, also gehen wir nur über den Fisch drüber mit dem Salz. Brauchst du das ganze Salz? Entschuldigung, so, schau, ein bisschen Alexander. Ist das auch Salz? Das ist auch Salz, Alexander. Also, das Fleur des Zedern ist ein bisschen gröber. Das ist immer gröber, aber im heutigen Fall nehmen wir das. Gehen wir nur über die Fleischseite ein bisschen her, schauen Sie. Schön. Ganz schön. Bei dir, ja, genau. Jawohl. Am Herd auch, das Herd braucht dann auch ein bisschen Salz. Ein bisschen Olivenöl drüber und dann, Julia, bin ich schon bei dir. Kräuter nehme ich auch noch mit. Die Haut wird nicht eingeschnitten, du hast nicht? Die Haut. Ich frage mich, was? Nein, du jetzt nicht ziselieren, weil ja dieses Grillen am Zedernholzbrett ganz was Besonderes an sich hat. Es ist sehr schonend. Okay. Und wenn man jetzt, wie du richtig sagst, das einschneidet, würde man das jetzt in der Pfanne heiß anbraten, dann zieht sich der Fisch leicht auf. Aber am Zedernholz, das kann ja nie so die volle Hitze oder nie so heiß werden, ne? wie Edelstahlpfanne, wird das alles schonend. Im Übrigen für Sie zu Hause, wenn Sie das machen. Riechst du das schon? Ui, unglaublich. Schau, wie das Aroma aufsteigt. Also es ist richtig, richtig fein. Unglaublich. Und das legen wir da jetzt schön drauf. Olivenöl auch noch ein bisschen drunter, oder? Genau, ich ziehe das noch einmal schön durch. Das ist quasi so Garn auf Niedertemperatur, die Aromen hinein. Kommen tut das Ganze ja von Amerika, ne? Richtig. Und so geht, der Andi hat das einmal gemacht daheim, ja, auch zu dir sage ich es, er hat das auch grillt am Zedernholz und da muss man aufpassen, zu lang soll es natürlich nicht grillen, weil auch dieses bereits eingewasserte Holz kann dann schließlich und endlich zum Brennen anfangen. Wir haben deswegen ja dieses Feuer verlegt von direkt unterhalb auf die Seiten, damit es eben nicht zum Brennen anfängt. Der Andi hat nach dem Vorgang sein Wohnhaus verlegt. Er war mal drei Wochen bei mir unterbracht. Ja, aber war schön. Dann hat er wieder also, wenn ich wusste, dass es bei dir so schön ist, hätte ich das Zedernholz permanent abbringen lassen. Wird klasse. Soll ich den Linsensalat machen, Alexander, oder willst du noch was über deine Pariser Erdäpfel erzählen? Ich hab die da drin, ich mach mir da die Fülle, da haben wir schon drin, da reibe ich ein bisschen Parmesan ein, Salz, Pfeffer, wenn ich sie dann fühle, sind sie wieder bei mir, lass mir bitte super die Beluga-Linsen zum Salat werden. Danke vielmals, Alexander. Aber bevor wir zu den Beluga-Linsen kommen, wichtig, wenn Sie so Schmorgerichte am Grill machen, nicht permanent hingehen und auf und zu machen und auf und zu machen, das Backerl fliegt nicht davon, das bleibt drinnen, ja, es ist keine Zauberei, weil je öfter Sie den Grill öffnen, desto weniger Hitze drin. Und dann hast du vielleicht am Schluss das Gefühl, du musst das 17 Stunden schmoren und das wollen wir nicht. Ja? Also einmal vielleicht nachschauen, ob es noch drin ist, aber nicht permanent auf- und zumachen. Jetzt zu unserem Beluga-Linsensalat. Ich habe mir da Beluga-Linsen hergerichtet.
Wenn du sagen, warum Beluga-Linsen? Weil sie vom Geschmack her ganz einfach die besten Linsen sind. Deswegen, je kleiner die Linse, desto mehr Schale. Und in der Schale ist bei der Linse der Geschmack. Je kleiner die Linse, mehr Schale, desto mehr Geschmack drinnen. Schau her, Beluga-Linsen gehen wir da rein. Die sind schon vorgekocht. Das geht ganz schnell. Und dann einen roten Zwiebel dazu. Ich verwende bei Linsen gerne roten Zwiebel, weil nicht so geschmacksintensiv wie der weiße ist. Etwas süßlicher im Geschmack. Das haut wunderbar hin. Dann haben wir da Petersilie. Nicht zu fein gehackt, ein bisschen grober hacken. Dann passt gut ein bisschen roter Paprika. Roter Paprika auch besser wie ein grüner, weil der grüne ist zu geschmacksintensiv. Da würde mir vielleicht das Geschmack und das Aroma von den Linsen ein bisschen übertönen. Und dann wird das Ganze nur mit ein bisschen Zucker, mit einem Salz, das nehmen wir wieder, danke, mit Salz und mit Pfeffer. Warte, schubst du mal her, bitte. Ja, warte, ich gehe da in die Fülle noch ein bisschen rein, den wollte ich mir da herrichten. Super, das war ein super Schuss jetzt. Ein bisschen Pfeffer dazu. Und dann Balsamico-Essig und Olivenöl. Das Ganze einfach ein bisschen vorher machen, dass sich die Linsen schön mit dem Balsamico und mit dem Olivenöl richtig schön einmarinieren können. Schaugerl, das Ganze durchziehen. Und das jetzt, das geschmorte Schweinsbackerl da auf die Balsamico-Linsen, das ist ein richtiger Hammer. Schauen Sie gleich her zu mir, ich bin da bei der Fülle für die Kartoffeln. Wie gesagt, wir haben da das Ei drin, den Dotter, den Frischkäse. Und natürlich habe ich das Innere der Kartoffel nicht weggeben, sondern mir da ein bisschen zusammengeschnitten, fein zusammengehackt. Das mischen wir jetzt da unter, schauen Sie. Und werden das jetzt schon in diese bereits vorher ausgehöhlten Kartoffeln einfüllen. Und das macht man beim Grillen jetzt ausnahmsweise nicht mit einem Dressiersack. Ja. Das muss nicht immer alles so schön ausschauen. Ausschauen tut das auch schön, aber das Wichtigste ist doch der Geschmack. Schauen Sie, das geht ganz flott. Die füllen wir uns jetzt alle. Dann gehen wir oben drüber nochmal mit ganz wenig Parmesan und legen die dann auf den Grill bei der indirekten Funktion. Warum indirekt? Sie kriegen ein bisschen ein Grillmuster, verbrennen aber nicht. Und dieses Ei da drinnen kann schön langsam stocken. Und das ist ja sehr wichtig. Schauen Sie drüber nochmal, ein bisschen Parmesan. Ah, und Julia, ich komme schon wieder. Mit dem Knoblauch kommen wir auch, aber den gehen wir gleich zum Fisch. Dann hauen wir da nicht drüber. Andi, ich muss jetzt aufmachen. Bitte, ja, einmal habe ich bitte gesagt, Julia, ich mein, du bist die Chefin am Grill. Das ist kein Problem. Die legen wir jetzt da drauf. Ich nehme sie so, he, Julia, ist besser. Super, ich helfe dir gleich dabei. In die Hände haben wir mehr Gefühl wie in die ganzen Paletten. Genau. Außerdem, wie heißt es, ein Indianer kennt keinen Schmerz? Ja, drum war der Alexander bei dem Spiel immer der Cowboy. Das schaut jetzt so wunderschön aus. Lassen wir so oben. So legen wir es drauf. Jetzt können wir zumachen. Und jetzt schauen wir vielleicht ganz kurz zum Fisch. Oder hast du schon was zum Tun? Nein, bitte schau zum Fisch. Weil er wird noch da sein, ich verspreche das. Jetzt schauen Sie her, das stockt da schön langsam. Und wenn Sie jetzt von unten her schauen, das Eiweiß fängt langsam an zum Stocken. Und normal sagt man immer, wir geben die Kräuter ganz zum Schluss drauf. Jetzt können wir den Knoblauch und die Kräuter jetzt schon drauf geben, weil ja das nie so viel Hitze erreicht. Ja, ab 80 Grad normal, sagt man, verlieren die Kräuter die ätherische Wirkung. Jetzt haben wir weniger Hitze und das bleibt jetzt so, oder? Das bleibt jetzt so, richtig. Schaut echt schön aus. Mm. Super, Andi, bitte. Gerade gekostet. Die Linsen, das ist wie beim Erdäpfelsalat, können Sie ruhig ein bisschen überwürzen. Das schaut überhaupt nicht, weil die Linsen den Geschmack richtig anziehen. Super. Auf dem Schnittlauch, entschuldigen Sie, habe ich noch ein paar Linsen im Mund. Auf dem Schnittlauch habe ich nicht vergessen, Schnittlauch immer, wurscht was machen, ganz frisch rein. Da kommt das Aroma so richtig schön zur Geltung. Und kurz vor dem Servieren dann erst den Linsensalat zufügen. Jetzt zu den Erdäpfeln. Wir haben da was Geschmortes, wir haben da eine Säure dazu. Und zwar Erdäpfel, dick geschnitten, nur gegrillt, links und rechts mit einem Meersalz, passt da optimal dazu. Erdäpfel haben wir gewaschen, dann schneiden wir uns da einfach so fingerdicke Scheiben runter. Schau, das geht ganz einfach. Da braucht man jetzt nicht unbedingt so eine Kochlehre wie der Alexander. Absolviert haben wir noch fügen, ja. Das geht. Erdäpfel einfach aufschneiden, ohne irgendwas. Schauen halt, dass die ungefähr die gleiche Stärke haben. Julia, einmal machen wir ihn auf, irgendwo, wo es willst. Und die wird dann richtig schön angegrillt. Super Sache. Ich finde das super. Nach 10 Jahren sagst du die Zuschauer das erste Mal, dass du eigentlich gar nicht kochen gelernt hast. Nein, nicht. Du hast es wieder nicht verstanden. Ach so. Aber ich erkläre das dann ein bisschen später. Okay, passt. Man braucht nicht so eine Kochlehre, wie du gehabt hast. Ach so, ja, das war die Hochschule. Ja. Was hoch oben war. Ich wollte gerade sagen, hochfügen. Okay. Jetzt weiter. Schauen Sie mit meinem Wildkräutersalat. Ich habe mir jetzt hinten in unserer Kräuterecke noch ein bisschen
frische Kräuter auch dazu geholt. Und gerade dieser schon sehr Rosmarin, Majoran, alles, was wir haben, können wir da noch untermischen. Marinade immer bei Wildkräuter. Ein bisschen Himbeeressig nehme ich da gern. Eine Süße brauchen wir und Nussöl. Nussöl, im heutigen Fall Walnussöl, gibt dem Ganzen ganz ein besonderes Aroma und Süße. Und wenn wir schon ganz das gesunde Wildkräuter haben, nehmen wir natürlich den besten Zucker, den man haben kann, den Honig dazu. Das Ganze nur verrühren, schauen Sie, das emulgiert wunderbar. Schöne Emulsion, genau so soll ein Dressing sein. Ja? Nicht, dass das dann über die Salatblätter oder über den Wildkräutersalat runterrinnt, sondern mit dem eine Harmonie eingeht. Jetzt mischen wir das nicht mit den Händen, sondern ganz vorsichtig mit zwei Gabeln unter. Schauen Sie her. Sehen Sie das? Wie jetzt das da oben schön bleibt, ein ganzes locker, kein Glanz. Dazu die gefüllten Erdäpfel und der Fisch, der dann gleich fertig ist, eingedicht. Bitte, Andi. Alex, danke vielmals. Ich glaube, wir kommen ja schon dem Ende nahe. Gell? Und jetzt sind wir soweit. Jetzt nehmen wir einfach den Schnittlauch her. Schnittlauch schneiden, da tun wir nicht füreinander. Und ganz frisch, wie gesagt, dass der ganze schöne, frische Schnittlauchschmack da drinnen ist, gehen wir unseren Linsensalat dazu. Es ist jetzt einfacher, Sie geben den Schneckkessel unter das Brädel und vorne mit dem Brädel zum Schneckkessel. Ist immer ein bisschen kompliziert, schaut auch nicht so gut aus, wenn Sie mit dem Brädel in der Kugel umeinander rennen. Also immer ein bisschen mitdenken beim Kochen. Das Ganze dann unterheben und dann sind Sie eigentlich fertig. Die Erdäpfel machen Sie, die Backerl schmoren und der Linsensalat ist auch schon fertig. Dann gehen wir nochmal gemeinsam zum Fisch. Julia, wie schaut der Fisch aus? Schau. Bissi brauchen wir noch. Bissi brauchen wir noch, aber gleich ist er fertig. Also Andi, du hast gesagt, du bist auch fertig. Ja. Nachher richten wir an, oder? Gehen wir so an. Perfekt. Wir geben den Forellenfilets noch etwas Zeit zum Fertiggaren und stellen Ihnen jetzt unsere heutige Gewinnfrage. Wir möchten von Ihnen wissen, welche Holzart verwendet man oft für das Grillen von empfindlichen Lebensmitteln? A. Zeder, B. Ahorn oder C. Fichte? Wenn Sie die richtige Antwort wissen, dann melden Sie sich unter extra.orf.at an, beantworten Sie die Frage und sagen Sie uns, warum Sie gerne grillen. Bis morgen um 14 Uhr können Sie mitspielen. Und nun zur Auflösung unserer letzten Gewinnfrage. Wir wollten von Ihnen wissen, bei welchen Gemüsearten findet man die Sorte Ochsenherz? Richtig war die Antwort B, Karotten und Paradeiser. Zu gewinnen gibt es Bona Speiseöl und einen Kenwood Stabmixer, zur Verfügung gestellt von Bona. Der Gewinner wird schriftlich verständigt. In unserem heutigen Buchtipp erfahren Sie alles für ein tolles Grillvergnügen auf dem Balkon oder der Terrasse. In Urban Barbecue, erschienen im Pichler Verlag, finden Sie neben Grillklassikern wie Burger, Rippchen und Co. auch Fisch- und vegetarische Rezepte sowie süße Spezialitäten. Ja, Hammer! Linsen schön einmariniert, jetzt ganz am Schluss erst den Schnittlauch dazugegeben. Dann gebe ich mir da das in die Schießerleine. Und ich habe gern, es ist jetzt nicht eine Doktorarbeit, ja, aber passen Sie auf, wenn Sie den Salat marinieren, in ein bisschen ein höheres, oder anrichten, in ein bisschen ein höheres Geschirr rein, dass Sie richtig schön die Marinade da dazugeben können, dass der Salat nicht trocken zum Tisch kommt. Aber eine super Geschichte mit den Zwiebeln, mit dem Paprika, das Ganze dekorieren wir dann. Ein bisschen ein Schnittlauch drüber und hast dann super Salat zu die Schweinsbackerl. Bevor wir die Schweinsbackerl aber vom Grill nehmen, schauen wir, ob die Erdäpfel schon sind. Sind die Erdäpfel, haben schon ein bisschen vor. Ah, genau so. Perfekt. Und bei den Erdäpfeln einen kleinen Schmäh, Erdäpfel vom Grill runternehmen. Dann haben wir da den Teller ein bisschen. Ja, wohl schön. Erdäpfel sind da. Schauen super aus. Haben wir. So. Danke vielmals, Julia. Erdäpfel einfach hergeben. Warte, du kommst auch. Ah, ist da schon da. Aber dann da, die Kreidel einfach ein bisschen nur, dass die ätherischen Öle da richtig schön zur Geltung kommen, einfach nur so drüber streuen. Dann gehen wir da gleich das Meersalz drüber, die Meersalzflockerl, da schau, drüber geben. Herrlich, das ist nicht zu viel, das schmeckt richtig gut. Und ein Ötzerler Olivenöl drüber. Und die Erdäpfel sind fertig. Herrlich. Und die Beluga-Linsen, warum heißen sie Beluga-Linsen? Weil sie auch schon wie der Kaviar. Wie der Beluga-Kaviar, genau. Warte, einen haben wir noch da. Ja. Den Erdäpfel, die ja immer in die Hände am meisten gefühlt, schauen Sie nicht an, die Erdäpfel. Unglaublich. Und jetzt ist der Fisch auch genau richtig gegart. Ich nehme ihn gleich so. Warm, ich bin, ja, aber ich heiß ist es nicht. Das ist genau diese Niedertemperatur. Und das riecht man jetzt gleich am Brett lang. Sozusagen, das ist richtig eine Bergjausen. Ja?
Wenn Sie jetzt sagen Zedernholz, was für Holz kann man da noch hernehmen? Ist natürlich immer wichtig, dass das Holz nicht jetzt, das gehen jetzt zum Metzger werden Sie nicht gehen, aber zum Holzfachmann. Sie brauchen unbehandeltes zum Fleisch, ja genau. Zum Metzger unbehandeltes Holz, das möglichst von der Struktur her richtig unbehandelt, natürlich ist die Struktur sowieso unbehandelt ist. Bei uns im Alpinenraum, was man da noch hernehmen kann, weißt du das? Zirbe. Zirbenholz. Viele mir haben daheim so eine Zirbenstumpe da oben gehabt. Es war nirgends schöner, wonniger, wohlfühlender wie in der Zirbenholzstumpe. Aber das in Tirol, für den Hochfügen, gibt es nichts mehr wie Holländer und Deutsche. Aber die eignen sich jetzt nicht so besonders zum Grillen, gell? Na, die essen es, gegrillte, die essen es. Aber da drauf richten wir uns das an, das ist wie, wie man sagt, ein bisschen ländliche Küche und das ist wie eine Jausen, wie ein Brettljausen, was ich da gerne mache. Und dann gehen wir gleich die Erdäpfel da wunderschön drauf. Da geht jetzt ein Duft von den Kräutern her. Ich sage Ihnen das unglaublich. Der Andi wird schon wieder sagen, das Brettl aber dann nicht mitessen. Aber wenn das so am Tisch kommt, jetzt kann das immer noch ganz leicht weitergaren. Ja, das müssen Sie sich noch vorstellen. Das gart noch ein bisschen dahin. Der Duft, der Kräuter. Hammer! Und jetzt noch die Wildkräuter. Andi, tu du einmal und dann geht's wieder bei mir. Das ist super. Bitte. Julia, bitte die Backerl. Hammer. So, gehen wir summe, ich gebe sie gleich ganz. Kannst du das gleich rübergeben oder gehen wir es in so ein Pfandlein oder gleich gehen wir das da. Und dann kann ich das, dann ist das nicht so heiß. So, so. Bist du einmal. Danke für das. Das ist ein Hammer. Ein bisschen heiß ist das natürlich, aber das geht schon. Ay, das geht schon. Aber jetzt, soll ich dir helfen beim Aufmachen? Ich habe noch die großen Handschuhe an. Agel, ich tät die jetzt da brauchen. Genau die. Schau her, weil wenn du da jetzt deine schaust, Agel, schau. Genau so. Super, so. Schau. Danke, schau. Agel, schau. Genau so. Die kuscheln da drinnen. Mit, richtig schön, mit den. Das ist. Und durch das Schmoren da drin, durch den Zwiebel, hat das, das ist schon richtig schön sämig. Genau das gehört so. Genau so. Theoretisch entweder so gleich mit der Folie am Tisch stellen oder dann die Kreidel weggeben. Dann haben wir da. Die sind butterwach, die zwallen da. Die zwallen wirklich. Gehen wir da zwei, drei her. Ein Wahnsinn. Ich habe schon Zungen-Aquaplaning. Ich bin schon wieder fertig. Ja, schon. Und jetzt da, das Saftel da, das ist Geschmack pur. Das ist Wahnsinn. Genau so. Da die Linsen dazu, dann die Erdäpfel ein bisschen eintunken. Da, boah, haben wir an. Schäpfer gebe ich noch drüber. Da schau her. Ein bisschen ein Kreidel. Du hast einmal was Geschmortes am Grill, ganz anders. Ein bisschen an Dümen dazu, toll sauber machen. Herrlich. Alex, wie schaut es bei dir aus? Unglaublich. Ich habe mir da noch, weil wir den Mund wirklich so super ausgestattet haben, tue ich mir da noch ein bisschen. Ach, du bist schon wieder hinten, du, das taugt dir, gell? Das taugt mir. Das taugt mir. So gerade im Sommer, wenn man das daheim hat, müssen Sie wirklich schauen, soll es ein Platz haben. Das geht ja nicht nur im Garten, sondern auch am Balkon. Wenn Sie ein paar so kleine Paradeiser-Ding einpflanzen selber, der Genuss, ist immer der Doppelte, wenn man sagen kann, die Kinder haben bei mir so eine Gaudi. Wenn ja, ich das mit den Paradeiser am Balkon hat ja die Fiona erfunden. Ja, aber das ist natürlich so, dass das wirklich gut ist und die Kinder haben die größte Gaudi, wenn man sagt, und hab schon geschaut aufs Gemüse, wie gedeiht es, wie wächst es. Und da hat man eine riesen Gaudi. Julia, komm her zu uns. Komm her. Wir sind da voll fertig. Aber du, meine da können Brettli ja Familien aussehen. Kommen schon her. Brettli außen, geschmorte. Entschuldige. Schweinsbackerl, Erdäpfel, alles was du willst. Da habe ich noch ein paar drinnen, da können wir mal probieren. Probieren wir mal an, wie gut das ist. Aber vorher müssen wir uns verabschieden und dann essen. Ja, okay. Zu spät. Zu spät. Danke vielmals. Schön, wenn Sie morgen wieder dabei sind, Sie wissen, es ist nie zu spät. Vier Guten Tag. Appetit. Aber jetzt. Schön, dass Sie dabei waren. Baba. Morgen präsentiert Andi gegrilltes Erdgemüse mit Macadamiaöl und Limettencreme. Macadamienüsse sind cholesterinfrei. Damit haben sie eine sehr günstige Fettzusammensetzung. Das Öl schmeckt sehr intensiv, wirkt butterig, nussig und zart-süßlich zugleich und eignet sich somit perfekt für Andis Erdgemüse. Alex zeigt kurz gegrilltes Kalbstatar auf marinierten Schwammerln mit Spitzpaprika. Kurz gegrilltes Tatar und ähnliches lässt sich gut auf einer Plancha grillen und leicht wenden. Aber dazu morgen mehr, wenn es wieder heißt, frisch gekocht am Grill mit Andi und Alex.